Gebetezeit des allerheiligsten Sakrament des Altares. Von nun an bis in Ewigkeit. Die Schrift nicht kennen, so sagt der heilige Hieronymus, der Heilige des Tages heute, die Schrift nicht kennen heißt Christus nicht kennen. Und so können wir uns ja heute so bemühen, wenn wir morgen die kleine heilige Theresia von Lisieux feiern, die ja Kirchenlehrerin ist, nur mit zwei Büchern ist sie das geworden, mit der Nachfolge Christi und mit der Heiligen Schrift, mit der Bibel. Also, und da sieht man, das genügt eigentlich ganz. Aber es gehört auch dazu, dass man sich dann bemüht, es zu leben. Es wirklich auch zu leben, damit die Heilige Schrift in unserem Leben fruchtbar wird. Und das heißt, die Heilige Schrift leben heißt, die Liebe zu leben. Also die Liebe zu meinem Nächsten, die Liebe zu mir selbst und die Liebe vor allem auch zu Gott. Und das haben wir, so haben wir jetzt damit begonnen. Und ich lade euch heute ein, irgendwie, vielleicht einmal ganz kurz in der Schrift, in der Heiligen Schrift etwas aufzuschlagen oder die Lesung und das Evangelium des Tages zu lesen. Einfach einmal so die Schrift nach Jesus zu erforschen. Die Schrift nicht kennen, heißt Jesus nicht kennen. Bitten wir den heiligen Hieronymus heute, dass er uns hilft, immer mehr diese Liebe zur Heiligen Schrift zu haben. Brot vom Himmel hast du ihnen gegeben, das alle Erquickung in sich birgt. Lasset uns beten, Herr Jesus Christus, im wunderbaren Sakrament des Altares hast du uns das Gedächtnis deines Leidens und deiner Auferstehung hinterlassen. Gib uns die Gnade, die heiligen Geheimnisse deines Leibes und Blutes so zu verehren, dass uns die Frucht der Erlösung zuteil wird, der du lebst und herrschest in alle Ewigkeit. Amen.